Hallo, ich möchte mich mit diesem Video von ganzem Herzen bei allen Chinesinnen und Chinesen für die negative Berichterstattung in deutschen Medien zu den Olympischen Spielen in China entschuldigen und meinen Dank an China und seine Menschen hier richten für die tollen Olympischen Spiele. Auslöser für dieses Video war die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Peking und vor allen Dingen die Berichterstattung in öffentlichen rechtlichen Medien dazu, die schon eine Stunde vorher, dann während der ganzen Eröffnung und vor allen Dingen auch seitdem eine permanente Diffamierung von Olympia in China betrieben haben, in unendlicher Wiederholung. Ich kam mir wirklich so vor wie bei einem schwarzen Kanal in Dauerschleife. Der Schwarze Kanal war damals die schlimmste Propagandasendung in DDR-Zeiten, die aber bloß am Montag für 20 Minuten lief und danach beendet war. Und hier kam man sich vor, also überall, egal welche Medien man aufgeklickt hat, überall dieser selbe Propagandakanal lief. Ich habe mich darüber so geschämt, das war mir so peinlich. Ich habe mich teilweise weggetreten, Ton ausgeschaltet. Ich wäre am liebsten unter dem Tisch verschwunden. Und ich möchte mit dem Video sagen, nicht alle Deutschen denken so und sind so, sondern gerade hier in Ostdeutschland gibt es viele, denen es ebenso ging wie mir und denen das genauso peinlich war. Und deswegen, ich bitte dafür um Entschuldigung und ich danke China und seinen Menschen dafür, dass sie die nachhaltigsten Olympischen Winterspiele der letzten Jahrzehnte organisiert und durchgeführt haben. Und ich danke Ihnen auch für die bestmöglichen Winterspiele, gerade jetzt in Corona-Zeiten. Da die Diffamierung und Negativpropaganda ja überall bekannt ist, lasse ich die mal weg. Ich möchte aber meine Position hier entsprechend begründen, und zwar der Reihenfolge nach zu den nachhaltigsten Olympischen Winterspielen, dann zu den bestmöglichsten Winterspielen in Corona-Zeiten. Dann möchte ich mal einen Blick auf diese Boykotte von Olympischen Spielen richten und was sie gebracht haben. Danach, weil es eines der Hauptargumente gegen China sind, die Argumente Menschen Menschenrechte und Pressefreiheit aus meiner Sicht etwas erleuchten und dann noch direkt tatsächlich auf die eigentlichen Spiele, also auf die Eröffnungsfeier und die bisherigen Winterspiele eingehen. Ich möchte aber auch dem IOC danken, gerade für die richtige Vergabe dieser Spiele an China und vor allen Dingen auch Thomas Bach dafür, dass er trotz dieser massiven Kritik in Deutschland die Vergabe der Spiele an China entsprechend verteidigt hat und auch begründet hat, warum das eine gute und richtige Entscheidung war. Und ich möchte natürlich auch nochmal an den eigentlichen olympischen Gedanken erinnern und das deswegen auch tatsächlich vorlesen, damit es bei jedem sich nochmal setzen kann und man das im Kopf behalten kann, wenn man die folgenden Folien sieht. Der olympische Gedanke ist, verbunden im Sport sollen sich die Athleten eines jeden Landes über Kriege und Krisen hinweg in ihren Disziplinen messen. Die olympische Bewegung ist eine Bewegung des Friedens, der im Mittelpunkt der Mensch steht, ganz gleich welcher Nation, und zwar mit seiner körperlichen Stärke, Willenskraft und seinem schöpferischen Geist. Ich habe nochmal zur Erinnerung diese Negativpropaganda genommen und vor allen Dingen auch von diesen öffentlich-rechtlichen Sendern, dort, wo wir extra Beiträge bezahlen, dass sie angeblich objektiv berichten sollen. Das sind so typische Überschriften bei sportschau.de, nachhaltige Winterspiele in Peking, die olympische Mogelpackung, Peking ein fragwürdiger Olympiagastgeber oder in der ARD-Mediathek, Winter ohne Schnee, Spiele ohne Freiheit, was soll Olympia in Peking oder beim Deutschlandsfunk. Winterspiele in Peking 2022, es ist ein Wahnsinn. Oder auch bei der Deutschen Welle, die ja Med for Mainz ist, Peking 2022, Winterspiele ohne Schnee, was genau in dieselbe Richtung geht wie die anderen Beiträge. Und da kann ich langsam verstehen, warum in Russland die Deutsche Welle verboten wurde. Besonders nachhaltig oder bloß Fassade, bei der Tagesschau.de geht es auch um die gleichen Themen. Und deswegen möchte ich jetzt mal zur Nachhaltigkeit kommen. Wenn man Nachhaltigkeit betrachtet, dann hat das für mich mehrere Aspekte. Das eine ist erstmal der Bauaufwand und der Flächenverbrauch und auch welche Flächen verbraucht werden. Das ist das Nachnutzungspotenzial der Anlagen nach den Olympischen Spielen. Das ist die CO2-freundliche Erreichbarkeit. Also wie kommen die Menschen, die das nutzen, dort zu den entsprechenden Wettkampfstätten oder zu den Wintersportgebieten hin? Das ist der Ressourcenverbrauch im Betrieb und das ist die Klimaneutralität. Der erste Faktor, der sehr wichtig ist, ich lese das jetzt nicht alles vor, ist, dass für die Winterspiele sehr viele der Sportanlagen der Olympischen Sommerspiele in 2008 im Olympischen Dorf in Peking genutzt wurden. Das sind all diese Hallen und Stadien, die hier aufgeführt worden sind. Lediglich die Eisschnelllaufhalle ist neu gebaut worden im Olympiapark
und die Freestyle-Anlage, also die Big Air-Schanze, die ebenfalls in einem alten Stahlwerk direkt in Peking gebaut worden ist, also dann sogar mit S-Bahn erreichbar ist. Und dazu gibt es die zwei neuen Wintersportgebiete um Peking herum. Das ist das Yangqing-Gebiet, 75 Kilometer vom Zentrum von Peking entfernt, wo dir vor allen Dingen die Bobbahn das größte neue Gebäude ist, und das Zhangjiankou-Gebiet 180 Kilometer von Peking entfernt, wo diese spannenden Freestyle-Anlagen entstanden sind und auch die überall zu sehende Skisprunganlage. Kommen wir zu der Nachhaltigkeit der Sportstätten und die Anreise und Transport. Hier habe ich mal aus der Handelszeitung die Nachricht rausgenommen, die Einweihung der Hochgeschwindigkeitsstrecke mit 350 km/h zwischen Peking und Zhangjiankou darstellt, die alle drei dieser Wintersportklasse der Olympischen Spiele miteinander verbindet und so, dass selbst die längste Entfernung innerhalb einer Stunde mit dem Zug erreichbar ist. Das heißt, vom Zentrum von Peking aus kann ich jeden dieser Plätze innerhalb von einer Stunde mit dem Zug erreichen. Zhangjiankou ist selbst eine 4-Millionen-Stadt und Peking hat derzeit 21 Millionen Einwohner. Der Großraum von Peking wird zukünftig auf 100 Millionen Einwohner wachsen. Zur Erinnerung, Deutschland, Österreich und Schweiz zusammen haben insgesamt 105 Millionen Einwohner. Und jetzt stellt sich die Frage, wie viele Skigebiete haben Deutschland, Österreich und Schweiz zusammen? Wie sind diese Skigebiete erreichbar? Per Hochgeschwindigkeitszug in maximal 60 Minuten oder mit einer Zuglinie, die alle diese Gebiete miteinander verbindet und die auch in der Nicht-Skisaison gut ausgelastet ist? Ich denke, wer darüber nachdenkt, begreift sofort, dass die Nachhaltigkeit der Infrastruktur und Transportstrecken bei den Olympischen Spielen in Peking ihresgleichen sucht und dass Ähnliches nicht annähernd in Dach zu finden ist. Eigentlich ist es extrem vorbildlich und damit sogar ein riesengroßes Vorbild für Deutschland selber. Ein weiteres Argument, ich habe es mal aus der Sportschau genommen, man findet es aber in vielen anderen Publikationen in Deutschland ebenso, ist, dass angeblich diese Sportstätten ja bloß was für Reiche wären in China und nicht für die normale Bevölkerung und die Masse der Bevölkerung. Da stellt sich mir natürlich sofort die Frage, wer kann sich in Deutschland alpinen Wintersport leisten? Sind das die Hartz-IV-Empfänger oder ist es auch hier die Mittelschicht? Und das nächste ist, dürfen Chinesen auch zukünftig keinen Wintersport betreiben, nur weil sie sich das in der Vergangenheit noch nicht leisten konnten? Und vor allen Dingen sollen die, die sich das leisten können, dann dazu in die Alpen fliegen oder in die Rocky Mountains, anstelle innerhalb von einer Stunde mit dem Zug dahin zu fahren. Ich denke, dass die Variante, eine Stunde mit dem Zug hinzufahren und dort Wintersport betreiben zu können, ist aus Sicht der Nachhaltigkeit um Welten besser, als in die Wintersportgebiete fliegen zu müssen. Und das nächste ist die reinen Zahlen. Selbst wenn nur 20% die Mittelschicht erreichen, dann sind das 20 Millionen Nutzer aus den 100 Millionen Einwohnern Einzugsgebiet. Das heißt, es ist in Größenordnung mehr als die Besucher in deutschen Wintersportgebieten. Das heißt, es reicht allemal, um diese Anlagen tatsächlich wirtschaftlich und sinnvoll auszunutzen, und diese Mittelschicht steigt permanent an. Das heißt, die Nachhaltigkeit dieser Wintersportgebiete, die entstanden ist, aus dieser Perspektive deutlich höher, als wir das in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben. Und deswegen finde ich auch dieses Argument komplett überheblich und anmaßend. Zudem ja, wie gerade die Big Air-Schanze direkt mit der S-Bahn innerhalb von Peking erreichbar ist, also wo Millionen Leute diese nutzen können und wo man eher sagen muss, die reicht sicher bei Weitem nicht, um die Wintersportbegeisterten aufzunehmen, als dass man sagen kann, die wird nicht ausgelastet und es würden sich nicht genügend Leute finden, das wäre nur für die Reichen. Eine weitere Argumentation ist, dass angeblich die Kosten schön gerechnet sind. Die sind sicher ein bisschen schön gerechnet, wie überall bei Großprojekten. Ich erinnere bloß an die Elbphilharmonie. Aber was hier im Text mit drin verwendet wird, ist, dass angeblich die gesamten Kosten für die Hochgeschwindigkeitsstrecke über 200 Kilometer von Peking bis Zhangjiankou, dass die mit für die Kosten der Olympischen Spiele hätten berechnet werden müssen. Man muss sich dieses Argument bloß mal auf der Zunge zergehen lassen. Das würde bedeuten, dass wenn die Deutsche Bahn eine Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Berlin und München baut, mit 350 km/h schnellen ICEs, dass diese komplett die Kosten für ein Sportevent mitgerechnet werden und nicht als Infrastrukturprojekt, was sowieso sinnvoll ist, um eine Stadt von 21 Millionen mit einer Stadt von 4 Millionen zu verbinden. Das heißt,
Mit solchen Argumenten wird hier dargestellt, dass die Kosten wesentlich höher sind als die 4 Milliarden. Und auch daraus wird diese Propaganda, diese Hetze gegen die Winterspiele in China sehr schön deutlich. Das nächste ist, was auch sicher alle im Kopf haben, ist, es geht immer um diese Schanze, dass diese viel zu luxuriös gebaut worden ist. Dazu muss man sich aber jetzt mal anschauen. Diese Schanze ist gebaut mit einer kompletten Ganzjahresnutzung, also auch im Sommer als Sprungschanze. Und vor allen Dingen auch kann sie im Sommer selbst für Fußball-Events und Fußballwettbewerbe verwendet werden, wie man hier sehr schön sieht. Dann hat diese Schanze im Gegensatz zu allen, die wir in Europa kennen, einen kompletten Wasserkreislauf. Also alles, was hier an Schnee schmilzt, wird wieder aufgefangen und kann wieder verwendet werden. Da geht also nichts verloren. Der nächste Aspekt ist, wie viele Skisprungschanzen hat denn China jetzt, wenn die ihren Wintersport komplett neu aufbauen? Und macht es nicht Sinn, wenigstens eine Schanzenanlage auf dem Stand der Technik zu haben, auf dem das zukünftige Nationalteam wirklich hochwertig trainiert kann, sodass China auch im Skisprung wettbewerbsfähig ist. Man kann das ja nicht vergleichen mit Europa, wo es Massenschanzenanlagen gibt, sondern hier ist eine der ersten Schanzenanlagen entstanden und die kann natürlich meiner Meinung nach auch Stand der Technik sein und vor allen Dingen so nachhaltig gebaut worden sein, wie es hier erfolgt ist. Das Hauptargument, was wir überall gehört haben, ist Olympische Spiele ohne Schnee. Und es wäre ein Gebiet, wo es kein Wasser gibt. Also wäre es eine riesige Wasserverschwendung, hier jetzt Kunstschnee zu erstellen. Und da gab es ein schönes Interview im Standard, und zwar mit dem Michael Mayer. Und der ist der Verantwortliche für die Beschneiung der Olympischen Spiele für Technoalpin. Und die produzieren bereits für die 7. Winterspiele den Kunstschnee. Und auch diese Argumentation möchte ich gerne vorlesen. Das stammt direkt, kann man hier nachlesen aus dem Artikel und gibt einen schönen Überblick, wie weit an den Haaren herbeigezerrt diese Argumentation ist, die uns in den Kopf getrichtert wird, jeden Tag immer wieder, dass die Olympischen Spiele in Peking deswegen so unnachhaltig wären, weil es dort keinen Schnee gibt. Die Schneemenge, die in China gebraucht wird, ist die gleiche wie bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang und in Sotschi. Von der Menge ändert sich hier nichts. Außerdem wird hier immer von Wasserverbrauch gesprochen. Aber das Wasser wird nicht verbraucht, das Wasser ändert nur seinen Aggregatzustand. Wenn es wieder schmilzt, wird es in riesigen Drainagesystemen gesammelt. Danach wird das Wasser dem Kreislauf wieder zugeführt. Das gesamte Wasser, was wir als Schnee auf die Piste bringen, kommt zu 100% wieder zurück. Das heißt, all diese Skianlagen, die dort gebaut worden sind, die haben komplette Drainagesysteme, um das schmelzende Wasser wieder aufzufangen und in den Kreislauf zu recyceln. Das ist einmalig für Olympische Spiele und das ist wohl auch einmalig für alle Wintersportgebiete, selbst wenn wir das in Deutschland, Österreich, der Schweiz oder anderswo vergleichen. Das ist also das Großartigste an Nachhaltigkeit, was derzeit im Wintersportbereich existiert. Was in Peking dazukommt, ist, dass wir hier ein extrem kaltes und trockenes Wetter haben. Für die Beschneiung ist das optimal. Der Stromaufwand des produzierten Schnees ist viel geringer als in Pyeongchang, Sotschi oder auch bei uns in den Alpen. Das heißt, für diesen Kunstschnee bei den Olympischen Spielen in Peking wird viel, viel weniger Strom benötigt, um den herzustellen, als wir das in all unseren Skianlagen in den Alpen haben und vor allen Dingen auch in unseren Mittelgebirgen, wo immer wieder neu beschneit wird, wenn das so mal weggetaut ist. Dann wir liegen bei 1,3 Millionen Kubikmeter Wasser, die wir benötigt haben. Und jetzt muss man sich vorstellen, durch diesen Dauerfrost über Monate bleibt der Schnee ohne Schmelzen liegen. Das heißt, bis auf den Schnee sind es eigentlich optimale Wintersportgebiete und dass wir bei diesem Schnee hier kein Wasser verschwenden und dass wir einen minimalen Stromaufwand vergleichbar zu Deutschland und den Alpen haben, das sollte jetzt klar sein. Das heißt, dieser Vorwurf, kein Schnee und die Nichtnachhaltigkeit der Olympischen Spiele ist sowas an den Haaren herbeigezogen und zeigt eben auch diese totale Negativ Propaganda gegenüber China, die überall in unseren Medien betrieben wird. Deswegen möchte ich auch genau auf dieses Thema kein Wasser, kein Schnee und Energiefresser nochmal eingehen zu dem Thema Wasser, der was man nur einmal wohlgemerkt braucht, bevor es recycelt wird. Also selbst wenn es die 2 Millionen Kubikmeter Wasser werden, die andere Quellen immer China vorwerfen, dann bedeutet das, wenn man sich das auf die Zunge zergehen lässt, Peking hat 21 Millionen Einwohner. Das sind also weniger als 100 Liter Wasser pro Einwohner, die einmalig für den gesamten Kunstschnee der Olympischen Spiele notwendig waren. Eine deutsche Familie spült täglich so viel Wasser die Toilette hinunter, ohne dass da irgendwas aufgefangen wird.
Und selbst wenn wegen Verdunstungen abtrifft, in Wirklichkeit nur 70 bis 80% des Wassers recycelt werden, dann ist das ein absolut großartiges und nachhaltiges Ergebnis. Und das würde bedeuten, dass die gesamte Winterlandschaft der Spiele in den kommenden Jahren mit nur 2 Eimern Wasser pro Pekingerin wiederherstellen könnte und zur Verfügung stellen könnte. Dann nochmal der Satz von der Vorseite: Der Stromaufwand des produzierten Schnee ist viel geringer als auch bei uns in den Alpen. Und dazu kommt es noch, dass dieser Strom für die Anlagen zu 100% aus erneuerbaren Energie gewonnen worden ist. Und deswegen sage ich von meiner Seite: Danke, China, für diese bisher einzigartige Nachhaltigkeit bei Olympischen Winterspielen. Und ja, wenn man sich jetzt die Überschriften, die Propaganda in Deutschland vorstellt, kann man verstehen, warum ich das schlimmer als einen schwarzen Kanal finde. So, und sollte es eben doch einen Gott geben, dann war der wahrscheinlich über die China-Hetze offensichtlich ebenso verärgert wie ich und hat gleich an mehreren Tagen reichlich Schnee gesandt. Und zwar so viel, dass sogar etliche Veranstaltungen verschoben werden mussten. Mit dem Ergebnis im Endeffekt, dass wahrscheinlich dadurch bei Olympia 2022 mehr Wasser nachträglich aufgefangen wird, als für den Kunstschnee damals aufgewendet wurde. Und das fand ich eins der witzigen Pointen dieser Olympischen Spiele, dass es eben gerade intensiv geschneit hat zu dieser Veranstaltung. Und ich freue mich für China, dass genau das passiert ist. Der nächste Punkt ist das Thema Nachhaltigkeit erneuerbarer Energien. Also selbst wenn jetzt bei diesen Olympischen Spielen diese 100% erneuerbare Energien nur so erfolgt sind wie in Deutschland, nämlich rein symbolisch. Das heißt, ich kaufe Ökostrom, bekomme aber meinen Strom aus der Steckdose und der kommt genauso gut aus Kohlekraftwerken und Kernkraftwerken und anderen Quellen und eben nicht nur aus erneuerbaren Energien. Aber weil ich für die erneuerbaren Energien bezahlt habe, kann ich sagen, ich nutze 100% Ökostrom. So ähnlich wird das dort erstmal auch gewesen sein. Aber jetzt richten wir mal den Blick auf die Gegend, wo die Wintersportanlagen aufgebaut worden sind. Das ist eine ideale Gegend für Windkraft und Solar. Die ist windig, wie wir in den Übertragungen gesehen haben. Die ist sonnig, vor allen Dingen auch in der kalten Jahreszeit. Und es gibt nichts Besseres für die Gewinnung von Solarstrom wie scheinende Sonne und kalte Umgebung der Solarpaneelen. Die Landschaft ist karg, da gibt es kaum Vegetation, die ist wenig besiedelt und es ist auf dem Land keine Ertrag. Ertragreiche Landwirtschaft möglich. Hier habe ich mal Bilder genommen. In dieser Gegend lassen sich wunderbar große Windparks, große Solarparks aufbauen und zwar ohne fruchtbares Ackerland dafür zu verschwenden, wie ich jetzt hier mal auf diesem Bild von Deutschland gezeigt habe. Hier werden für Solarflächen teilweise wirklich fruchtbarste Ackerlandflächen verbaut, während das hier natürlich optimal einsetzbar ist. Und damit habe ich dort in der Region sogar das Potenzial, auch größere Tourismusgebiete und ansiedelnde Wirtschaft zu 100% mit erneuerbaren Energie und direkt mit lokaler erneuerbaren Energie zu versorgen. Und da wären weder fruchtbare Böden noch intensive Vegetation beeinträchtigt, weil es eben gerade so ein Trockensteppengebiet ist. Und da kommen wir nochmal zu dem Thema Landwirtschaft, Natur und Armutsbekämpfung. Das ist jetzt die Trockensteppe und hier habe ich mal zum Vergleich die Alpen genommen. Ich habe jetzt mal hier die typische Landwirtschaft aus dieser Region übernommen und hier jetzt mal die typischen Skigebiete der Alpen mit dem Bild von Ischgl. Dieser Artikel hier, der verlinkt ist, kommt von der Welthungerhilfe. Und da steht hier genau ein Anti-Armutsprogramm der IFAD hilft den Dorfbewohnern von Lingfang mit besserer Bewässerungstechnik die Ernte zu verbessern. Eines der Argumente und eines der zu 100% stimmenden Argumente bei der Bewerbung für die Olympischen Winterspiele ist, dass dieser Aufbau der Skigebiete und die Nutzung für Tourismuszwecke deutlich weniger Wasser braucht, als wenn ich versuche, diese Trockengebiete künstlich zu bewässern für die Landwirtschaft. Also das heißt, die Bewässerungsanlagen brauchen deutlich mehr Wasser als diese Skigebiete, vor allen Dingen mit dem 70 bis 80% Wasserkreislauf. Wäre es tatsächlich nachhaltiger und besser und naturfreundlicher und CO2-freundlicher gewesen, wenn wir solche Skianlagen, solche Gebiete noch mehr in die Alpen bauen, mit Hotels, mit Straßen, mit Eisenbahnen und so weiter. Und dass wir damit dafür sorgen, dass genau die Reichen noch reicher werden und wir dafür sorgen, dass die ärmeren Menschen in solchen Regionen weiter arm bleiben.
Genau das ist die Argumentation, die über unsere Medien rübergebracht wird. Man könnte die einfach so übersetzen: Wir wollen, dass die Armen arm bleiben, die Reichen noch reicher bleiben. Uns ist egal, wie viel fruchtbare Natur wir dazu zerstören. Hauptsache, es findet bei uns statt und wir können negativ gegen China hetzen. Ich finde das so übel. Das nächste ist, das ist wahrscheinlich relativ einleuchtend für alle. Die Olympischen Winterspiele in China in Corona-Zeiten waren absoluter Glücksgriff. Ich habe hier den Artikel genommen aus der FAZ, damit erstmals kein Corona-Fall in der Olympiablase. Man vergleiche das mit der Handball-EM, die nur ein paar Wochen vorher jetzt stattgefunden hat und die praktisch von Corona überschwemmt worden ist. Das heißt, China war das einzige Land, wo sowas überhaupt nur annähernd möglich gewesen ist, tatsächlich jetzt Corona-frei Spiele durchzuführen. Und das mit den 10 Tagen bedeutet, werden alle Teams und alle Sportler 10 Tage vor den Olympischen Spielen angereist, hätten alle an ihren Wettkämpfen teilnehmen können. So, dann gibt es häufig diese Argumentation, man hätte die Winterspiele doch verschieben können wie die Sommerspiele in Tokio. Und das wäre natürlich komplett falsch gewesen, wenn man sich das in Ruhe überlegt. Die Sommerspiele in Tokio, die wurden im März 2020 verschoben. Da war an den fertigen Impfstoff noch nicht zu denken. Es war noch nicht ganz klar, wie sich Covid-19 insgesamt entwickelt. Und Japan hätte auch für die Sommerspiele keine annähernd solche geschützte und sichere Blase wie China schaffen können. Bei den Winterspielen in Peking jetzt war die Situation komplett anders. Also jede Teilnehmerin, also Sportlerin, Betreuer, Reporterin, sowas hatten ausreichend Zeit, sich impfen zu lassen. Dann war China das einzige Land, was tatsächlich so eine sichere Blase in der Realität umsetzen konnte. Also der riesige Glücksfall für das IOC. Die Olympischen Spiele sind ja das Ende der Olympiade von 4 Jahren. Das heißt, die Olympiade sind 4 Jahre mit dem Endergebnis der Spiele und alle Sportler bereiten sich auf diesen Punkt vor. Das heißt, die Teilnehmer haben sich genau für dieses Jahr qualifiziert und für den Zeitpunkt. Ein Jahr später wären das circa 20 bis 30% andere, dann bessere Sportler, die qualifiziert werden. Na, oder es würden natürlich an den Spielen nicht die Besten teilnehmen. Das heißt, eine Verschiebung würde dazu führen, dass etliche Teilnehmer komplett um ihre Chancen gebracht werden, aufgrund der, vielleicht der Leistung, Verletzungen, der Alter, den Kosten, die dann nicht möglich sind, Trainer, die wechseln und so weiter. Und nicht zuletzt kostet natürlich die Verschiebung von Olympischen Spielen eine Unmenge an Geld. Also das heißt, die Verschiebung hat für Japan zusätzlich circa 2,3 Milliarden Euro gekostet. Wenn man jetzt sagt, dass die Kalkulation für die Olympischen Winterspiele in China 4 Milliarden waren, dann kann man sich überlegen, was 2,3 Milliarden bedeuten. Aber die Gründe, dass natürlich die Sportler, die sich qualifiziert haben, dann ein Jahr später gar nicht mehr diese Leistung bringen und gar nicht mehr die sind, die die besten Sportler sind, ist eigentlich der Hauptgrund, warum diese Spiele nicht verschoben werden sollten. Und der Ablauf bis jetzt zeigt ja auch, dass es genau die richtige Entscheidung war. Denn ich finde das absolut ein großartiges Ergebnis, dass man trotz Omikron keine neuen Positivfälle nach 10 Tagen mehr innerhalb dieser Blase hat. Danke an China dafür und auch den Beweis, dass das sogar möglich ist während Omikron. So, jetzt möchte ich nochmal auf dieses Thema Boykott von Olympischen Spielen eingehen. Die Unterstützung der afghanischen Regierung damals durch die sowjetischen Streitkräfte ab Ende Dezember 1979 führte zum Boykott der Olympischen Sommerspiele 1980 in Moskau. Diesem Aufruf zum Boykott seitens der USA schlossen sich damals 42 westliche und islamische Länder inklusive der BRD an. Die USA und die westlichen Länder unterstützten dafür die Freiheitskämpfer und demokratischen Kräfte in Afghanistan, die Mudschahedin, aus denen später die Taliban, Al-Qaida und der IS entstanden. Und der Erfolg, glaube ich, ist für alle heute mehr als deutlich sichtbar. Und das drücken diese beiden Bilder aus, die ich bei Korrioptopus gefunden habe. Auch die anderen Bilder kommen daher. Das war Afghanistan und Kabul 1960 und das war Afghanistan und Kabul 2016. All diese Bilder hier stammen aus Afghanistan, aus der Zeit zwischen 1960 und 1983. Und aus 1983 stammt auch dieses Bild
wo damals Ronald Reagan eben genau diese Freiheitskämpfer und demokratischen Kräfte in Afghanistan empfangen hat und die westliche Welt diese unterstützt hat. Das sind nämlich viele von den bedeutenden Mudschahedin-Führern, die dann zu den ganzen Terrororganisationen, zu den IS-Kalifaten, zu Al-Qaida-Anschlägen und sowas geführt haben. Jetzt gerade in 2021 sehen wir, wohin dieser westliche Demokratisierungsprozess geführt hat, der jetzt abgeschlossen ist. Und mich erinnert das extrem stark an diesen diplomatischen Boykott von Olympia 2022 in Peking. Das linke Bild zeigt in 2010 gläubige Uiguren im Xinjiang-Gebiet in China vor ihrer Moschee. Und das rechte Bild zeigt, dass es offensichtlich auch sehr viele Uiguren heutzutage gibt, die nicht unterdrückt werden, die tatsächlich sich frei in China entwickeln können und eben keine Repressalien ausgedrückt sind. Jetzt möchte ich mal darauf eingehen, warum ich gewisse Parallelen zu Afghanistan 1980 und den damaligen Olympischen Spielen und dem Boykott sehe. Dazu ist es vielleicht interessant, das wusste ich vorher auch noch nicht, dass es noch im Jahr 2000 20.000 von China finanziell unterhaltene Moscheen in Xinjiang, also im Uigurengebiet, gab. Und da stellt sich natürlich die Frage, was waren die Gründe für diese Politikänderung nach 2001? Und was man sogar in Wikipedia jetzt finden kann im deutschen Bereich ist, es gab eine ganze Reihe von gewalttätigen Vorfällen, die chinesischen Staatsmedien schnell als extremistischen Terror deklarierten. Nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 hatte die chinesische Führung unmissverständlich darauf bestanden, dass es sich bei den uigurischen Separatisten und Terroristen handle, die vom islamischen Fundamentalismus inspiriert seien. Die Formulierung sieht man, dass die natürlich aus Deutschland kommt. Also es wird in Frage gestellt, ob Staatsmedien neutral sind und ob diese Separatisten tatsächlich Terroristen wären. Was mich dazu bringt, eher der chinesischen Sicht hier zu glauben, ist ein anderer Fakt, was man beim Straflager in Guantanamo findet. Das heißt, in dem Straflager Guantanamo waren mindestens 22 Uiguren inhaftiert, die aus Terrorcamps damals festgenommen wurden und nach Guantanamo gebracht wurden. Und das führt natürlich zu der Frage, wie islamistisch ist der uigurische Islam? Welche reale Gefahr geht davon aus? Und wie würde zum Beispiel die US-Regierung mit Al-Qaida und IS-Aktivisten umgehen? Wir erinnern uns, wir haben die Freiheitskämpfer 1980, die Mudschahedin in Afghanistan, unterstützt und haben damit dieses Ergebnis erreicht. Die Frage ist also, welches Risiko bestand für China, dass sich auf dem eigenen Territorium aufgrund dieser uigurischen Separatisten und meinetwegen auch Terroristen in Tschetschenien auf chinesischem Boden entwickelt? Nun ist natürlich China kein Afghanistan, aber wenn wir an Tschetschenien denken, dann sehen wir auch, was selbst innerhalb von einem Land durch entsprechende Separatisten und muslimische Terroristen möglich ist. Und wer sich mal mit den Tschetschenienkriegen beschäftigt, der weiß, das darf es auf dieser Welt nie wieder geben. Und deswegen muss ich heutzutage sagen, ich kann nicht einschätzen, wie groß tatsächlich das Risiko war, dass es sowas wie die Tschetschenienkriege im Uigurengebiet in China geben könnte. Wenn diese Gefahr auch nur geringfügig bestanden hat, dann muss natürlich das Land alles unternehmen, um sowas zu verhindern. Wer das nicht glaubt, soll sich mal mit den Tschetschenienkriegen beschäftigen und welche Folgen das für die Bevölkerung in dieser Region hatte. Aus Sicht des Boykotts kann man jetzt sagen, was hat der Boykott 1980 gebracht? Das heutige Afghanistan. Und auf der anderen Seite steht Olympia für Völkerverständigung und Frieden. Das Weitere, was China ja immer vorgeworfen wird, ist die Verletzung der Menschenrechte und die Einschränkung der Pressefreiheit. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und ich habe hier einen Vergleich geschrieben ohne Worte. Das ist das, was China vorgeworfen wird. Und das ist die Liste von dem, was China der westlichen Welt und uns vorwerfen könnte. Und das macht ganz deutlich, wir messen eindeutig mit zweierlei Maß. Das Bild drückt das relativ gut aus. Das nächste ist das Thema der Einschränkung der Pressefreiheit. Wenn ich zurückblicke über unsere journalistischen Beiträge in den letzten 20 Jahren, dann haben die über China, dann haben die sich nur dadurch ausgedrückt, dass man überall versucht hat, das Haar in der Suppe zu finden. Es gab nie etwas Positives ohne wenigstens einen negativen Haupt- oder Nebensatz.
Und es war so viel an Fehlinformationen, Propaganda dabei, also siehe die Nachhaltigkeit vorne, dass man sagen kann, tatsächlich hatte man das Gefühl, unsere Journalisten sind nur in China tätig, um dort irgendwas Schlechtes zu finden und nichts Positives übrig zu lassen. Und jetzt überlege ich mir, würde ich Menschen, die mir immer nur Böses wollen und tun, auch nach 15 oder 20 Jahren immer noch mit offenen Armen empfangen? Also ein gewisses Verständnis habe ich dafür, dass westliche Journalisten kritisch in China betrachtet werden, weil wer will schon Leute reinlassen, von denen man weiß, die suchen nur überall in jeder Ecke, um irgendwas Negatives über mich zu finden und über das Positive wird nicht berichtet. Was sich da ausgedrückt hat in diesen ganzen Jahren, war eine riesige Arroganz, Überheblichkeit und Respektlosigkeit und eben diese Bewertung nach zweierlei Maß. Deswegen sage ich, Pressefreiheit ist wichtig, aber das ist ein Geben und ein Nehmen. Wenn ich nur negativ berichte und nur das Schlechte suche und das Positive ausblende, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich eingeschränkt werde. Persönlich habe ich natürlich auch extreme individuelle Bauchschmerzen aus ein paar anderen Gründen. Das erste ist, dass es gab ja viele hoffnungsvolle Entwicklungen in Afrika, die dann alle in negativen Diktaturen irgendwann gelandet sind. Meiner Meinung nach liegt das daran, wenn jetzt Staaten über Jahre, über Jahrzehnte immer nur feindlich angegriffen werden, wenn man versucht, dort Schwächen zu finden, um sie zu destabilisieren, dann tendieren sie dazu, sich immer mehr abzuschotten, immer restriktiver zu werden. Und ich hoffe, dass China inzwischen so stark, so ruhig, so gelassen in sich ruhend ist, dass es genau diese Tendenz der Entwicklung nicht weiter fortsetzt. Also das ist meine große Hoffnung. Ich nehme dazu auch als gegebenen Anlass mal das Thema mit Mohammed und dem Koran, weil jeder, der sich damit beschäftigt hat, weiß, dass mit dem Fortschreiten und Entwicklung des Islams und dem Leben von Mohammed die Verse immer aggressiver und depressiver geworden sind, wie man mit Menschen und mit Leuten umgehen soll, die sich nicht an die Regeln des Korans halten. Also auch dort hat man die destruktive Entwicklung gesehen, wie man sie auch aus den Entwicklungen eigentlich früherer Hoffnung in Afrika oder Südamerika kannte. Das findet man zum Beispiel auch in den Versen des Korans wieder. Und deswegen hoffe ich eben, dass China ohne diese restriktive Entwicklung sich positiv weiterentwickeln kann. Was Bauchschmerzen verursacht, aus meiner Person heraus, ist natürlich alles, was mit Überwachung, Datenschutz, Zensur und mit Einschränkung der Freiheit zu tun hat. So, aber das kommt auch daher, ich bin natürlich anders sozialisiert und für mich ist dieses Verhältnis zwischen Gemeinschaft und Individuum komplett anders. Und deswegen sträuben sich mir die Haare im Nacken, wenn ich von Komplettüberwachung oder von Einschränkungen von Freiheitsrechten höre. Nun muss man sagen, es gibt wirkliche Probleme in der Welt, und zwar nicht bloß in China, sondern auch in Deutschland, Europa und anderswo. Das ist zum Beispiel der zunehmende Egoismus und die Rücksichtslosigkeit, die man überall in der Gesellschaft sieht. Und die Lösung Chinas ist jetzt dieses Social Rating, was mir natürlich extrem Bauchschmerzen verursacht. Das Problem auf der anderen Seite ist, welche Lösung hat Deutschland? Keine. Ist keine Lösung besser als eine? Ich weiß es nicht genau, aber ich denke, ich kann so lange nicht darüber meckern, wie nicht die westliche Welt eine Alternative gefunden hat, die funktioniert und dieses Problem auch löst, weil dieses Problem ist tatsächlich da und es ist ein grundlegendes Problem für unsere Gesellschaft. Weitere Probleme sind jetzt hier mal genannt, eben dieser bösartige Journalismus, das ist ein Islamismus, Covid-19, wie gehe ich damit um? Die Lösungen, die China dazu findet, verursachen bei mir natürlich auch gewisse Bauchschmerzen, inklusive auch vielleicht des Umgangs mit den Uiguren, wobei ich nicht weiß, welche andere Lösung es gegeben hätte oder was geben würde, wenn die Annahmen der Vorseite stimmen. Aber auch hier ist wieder, welche Lösung hat Deutschland für diese Probleme? Bei Covid-19 konnte man sehr gut erleben jetzt die letzten 2 Jahre. Wir haben nämlich keine. Und auch hier stellt sich dann wieder die Frage, ist eine Lösung, die funktioniert und mir aber sehr Bauchschmerzen verursacht, schlechter als keine Lösung. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, wir finden bessere Lösungen, aber bisher haben wir die nicht. Aber was aus beiden Sachen rauskommt, der Rückblick in die Geschichte der Boykotte von Olympischen Spielen und dieser Blick zum Thema Menschenrechte und zweierlei Maß heißt, dass der politische Boykott durch deutsche Politiker bei den Olympischen Winterspielen jetzt in Peking nur scheinheilig ist und vor allen Dingen komplett falsch. Und dafür schäme ich mich, dass Deutschland sich in dem Fall so verhält.
Jetzt möchte ich aber zum Abschluss nochmal zu der eigentlichen Eröffnungsfeier und den bisherigen Winterspielen kommen und nochmal an den olympischen Gedanke erinnern, dass verbunden im Sport sollen sich die Athleten eines jeden Landes über Kriege und Krisen hinweg in ihren Disziplinen messen. Die olympische Bewegung ist eine Bewegung des Friedens, in deren Mittelpunkt der Mensch steht, ganz gleich welcher Nation, und zwar mit seiner körperlichen Stärke, Willenskraft und seinem schöpferischen Geist. Hier mal ein schönes Bild von der Eröffnung und dann das Bild, was um die Welt gegangen ist, dass natürlich China das olympische Feuer gerade von einer uigurischen Langläuferin hat entzünden lassen. Ich denke, das ist eine angemessene Reaktion auf den politischen Boykott aus den westlichen Nationen gewesen, weil er zeigt, dass sehr viele der Uiguren sich frei in der chinesischen Gesellschaft entwickeln können. Das nächste ist, es war natürlich eine sehr schöne Eröffnungsfeier, die war beeindruckend und vor allen Dingen diesmal, obwohl China sich das hätte leisten können, nicht pompös. Und das Beste, also was ich wirklich ziemlich genial finde, war dieses Bild dieser Schneeflocken der einzelnen Länder, die sich zu einem gemeinsamen Ganzen verbinden. Also das fand ich klasse. So, das Weitere ist, was wir gesehen haben, es gibt tolle Anlagen, es gibt eine einmalige Organisation, auch weit über das mit dem Covid-19-Thema hinaus. Wir haben klasse Wettkämpfe gesehen. Wir hatten wirkliches, richtiges, tolles Winterwetter, auch mit Schneetreiben und verschobenen Wettkämpfen. Wir hatten freundliche Gastgeber und vor allen Dingen die gesamten Spieler haben eine glaubwürdige Nachhaltigkeit. Und dafür sage ich danke, China. Und für mich, das wollte ich auch noch mit aufnehmen, das ist ein Bild von Eileen Gu beim Big Air. Die ist für mich einzig die olympische Botschafterin 2022 geworden mit ihren zwei Goldmedaillen und der einen Silbermedaillen. Aber vor allen Dingen durch das Zitat der Spiele für mich. Wenn ich in den USA bin, bin ich Amerikanerin. Wenn ich in China bin, bin ich Chinesin. Und dass sie in China jetzt für China gestartet ist, obwohl sie in Amerika groß geworden ist und damit diese zwei Systeme in sich verbindet mit ihren 18 Jahren und dafür steht, das ist für mich das, was ich sage, olympische Botschafterin. Und das verbindet die Nation und spaltet sie nicht wie der Boykott durch unsere Politiker bei diesen Olympischen Spielen. Also danke nochmal an China und danke auch dieser olympischen Botschafterin Eileen Gu.